Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Auftragsverwaltung. Was wir heute zusammen anschauen, ist die Stammdaten, die man einrichten kann in der Auftragsverwaltung. Wir schauen das Layout anschauen, die Artikelerfassung, wir schreiben eine Offerte, eine Rechnung machen und dann schauen wir auch noch das CRM an unter Partner, Kundenpartner. Und schauen dort, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann würden wir gerade anfangen mit den Stammdaten, die ihr hinterlegen müsst, bevor ihr die Auftragsverwaltung sauber brauchen könnt. Es ist so, wenn ihr Buchhaltung in Clara nutzt, müsst ihr die Buchhaltung vorher sauber einrichten, damit eigentlich nachher die Rechnungen, die ihr in der Auftragsverwaltung erstellt, direkt in der Buchhaltung verbucht werden. Wir haben jetzt hier die Buchhaltung schon eingerichtet. Nähere Informationen dazu findet ihr im Buchhaltungswebinar. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass auch die Mehrwertsteuerangaben korrekt hinterlegt sind. Die findet ihr auch unter Firma Mehrwertsteuer. Die habt ihr eigentlich in der Buchhaltung schon eingegeben. Hier ist es wichtig, dass wir die Abrechnungsmethode, die Abrechnungsart und nachher die Mehrwertsteuersätze selektieren. Wenn ihr Fragen dazu habt oder nicht sicher sind wegen der Abrechnungsmethode, da kann euch eigentlich die Steuerverwaltung Auskunft geben. Dann etwas weiteres, was wir hinterlegt haben für die Auftragsverwaltung, ist die Bankbeziehung. Wir haben jetzt hier bereits eine hinterlegt. Wir können auch noch weitere hinzufügen. Man hat die Möglichkeit, eine Kurzbezeichnung einzugeben, wenn man zum Beispiel verschiedene Konten hat bei der gleichen Bank, damit man auseinanderhalten kann und weiss, für was welches Konto ist. Dann ist wichtig, dass man dort selektieren, für was man das Konto in Clara brauchen will. Ist das nur für einen Lohn? Vielleicht hat man ein Konto nur für einen Lohn, dann tut man nur den Lohn anwählen. Und wir haben jetzt das für alles hinterlegt. Für uns ist jetzt Standardbankkonto für Forderungen auch wichtig, das haben wir so angewählt. Mit dem Stift könnt ihr bearbeiten. Wenn ihr Einzahlungsscheine möchtet nutzen, müsst ihr das anhökeln und da eigentlich die Angaben von eurer Bank hinterlegen. Mit dem Kreuzchen kommen wir immer wieder zurück in Clara. Wir haben das jetzt schon erfasst, darum müssen wir das nicht speichern. Genau, also da wäre das einerseits die Mehrwertsteuerangaben, die Bankbeziehung und dann würden wir jetzt noch auf das Layout eingehen, bevor wir nachher würden die Artikel anschauen und die Offertenstellung. Unter Firma Drucklayout habt ihr die Möglichkeit, bei Drucklayout ein Standardlayout abzuladen pro Dokument. Also sei es die Rechnung, der Lieferschein, die Auftragsbestätigung, die Offerte oder die Lohnabrechnung, könnt ihr das Standard-Template abladen. Das ist ein Word-Dokument, wo ihr dann nach euren Wünschen bearbeiten könnt. Das heisst, ihr könnt die Schriftgröße anpassen, die Schrift selber anpassen, Positionierung von verschiedenen Angaben ändern und das eigentlich nach euren Wünschen gestalten. Und sobald ihr das gemacht habt, tun das eigentlich aus individuelles Layout aufladen und speichern. Wenn ich jetzt das gemacht habe, ist es so, dass eigentlich bei jeder Lohnabrechnung dann das individuelle Layout gebraucht wird. Was noch wichtig ist, sind einfach die Formeln hinterlegt bei dem Template. Wenn ihr die natürlich löscht, dann erscheinen auch die Angaben, die ihr gelöscht habt, nicht mehr auf der Lohnabrechnung. Bei den Offerten, Auftragsbestätigung und Rechnung ist es so, dass ihr noch beachten müsst, dass ihr die richtige Vorlage, das richtige Layout, Standardlayout abladen, je nach euren Mehrwertsteuerangaben. Die müssen natürlich übereinstimmen mit den Angaben, die ihr unter den Mehrwertsteuerangaben der Firma hinterlegt habt. Das wäre es schon mal zum Layout, jetzt habe ich eigentlich noch nicht auswählen, sondern noch zu den Texten. Man kann auch die Standardtexte, die in Clara hinterlegt sind, anpassen. Auch für jedes Dokument haben wir die Möglichkeit, die anzupassen.
wenn wir könnt auch wieder auf Stiftli klicken. Hier ist der Standard-Einführungstext, der hinterlegt ist. Wenn ihr den möchtet anpassen, wählt ihr den individuellen Einführungstext und könnt eigentlich hier euren Text ergänzen. Das gleiche auch für den Schlusstext, für den Inhalt vom E-Mail und das bei allen Dokumenten. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar die Nummerierung anzupassen von den Dokumenten. Wenn wir hier Standard drin haben, dann fängt jedes Dokument bei 1 an und wird immer um 1 erhöht. Ihr könnt auch mit dem Stift das bearbeiten und sagen, ich möchte eine manuelle Nummerierung. Ich möchte immer bei der Erstellung des Dokuments manuell eine Nummer vergeben. Oder ich möchte benutzen, definierte Einstellung. Ich möchte beispielsweise bei der Nummer 500 starten und es soll sich immer um 50 erhöhen. Diese Möglichkeit habt ihr auch. Und so könnt ihr eigentlich heute eure Dokumente ganz nach euren Wünschen gestalten. Wenn ihr beim Anpassen vom Layout Fragen habt, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Es ist so, dass es auch ein kostenpflichtiges Angebot gibt, fürs Layout anzupassen, da könnt ihr uns gerne kontaktieren und wir geben euch da genauere Auskunft dazu geben. So, das wäre schon mal das von den Stammdaten her. Jetzt gehen wir mal in die Auftragsverwaltung rein. Unter der Auftragsverwaltung habt ihr wieder die verschiedenen Dokumente. Wenn ihr zum Beispiel auf Offerten geht, seht ihr hier alle Offerten, die schon erstellt wurden. Ihr seht den Status, den Betrag, die Offertennummer. Genau, das gleiche bei den Auftragsbestätigungen, Rechnungen. Hier habt ihr eigentlich eine gute Übersicht, könnt auch nach dem Kundennamen suchen und sie so eigentlich filtern. Wir gehen jetzt in die Artikel rein. Da haben wir schon ein paar Artikel vorbereitet, vorerfasst jetzt für das Beispiel in dem Webinar. Ihr könnt oben rechts weitere Artikel hinzufügen. Man kann einen Artikel löschen oder auch bearbeiten. Wir können jetzt miteinander einen neuen Artikel erfassen. Mit Artikel hinzufügen könnt ihr einen neuen erfassen. Ihr habt die Möglichkeit, ein Bild hinzuzufügen. Ihr könnt entweder eine Artikelnummer durch Claralo generieren. Dann könnt ihr da draufklicken oder ihr könnt selber eine Nummer vergeben oder das kann auch eine Bezeichnung sein, je nachdem, was ihr wünscht. Wir können jetzt sagen, wir wollen einfach die Bezeichnung Getränke. Wir können auch den Text in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Und wir sagen jetzt, das ist Mineralwasser, wir können hier noch eine Beschreibung hinterlegen. Dann haben wir hier unten Filter und Kategorien. Das ist jetzt in unserem Beispiel nicht relevant, das wäre eigentlich für das Kassensystem dann relevant. Dann wählen wir den Produkttyp auswählen. Wir sagen jetzt in unserem Beispiel, das ist Dienstleistung. Das ist eine Pauschale. Und Einheit 1. Wir können hier einen Preis hinterlegen. Im Beispiel tun wir jetzt aber das leer lassen, damit wir auf der Offerte den Pauschalbetrag ergänzen können. Mehrwertsteuer ist natürlich schon angehakt. Das haben wir ja so hinterlegt bei den Firmenangaben. Wir können sagen, ob wir Artikel inklusiv oder exklusiv Mehrwertsteuer möchten ausweisen, also vom Betrag her. Und wir können den Mehrwertsteuersatz eigentlich anwählen. Da hat man auch die Auswahlmöglichkeit für die Saldosteuersatzmethode. Und ganz unten haben wir noch die Möglichkeit, Text zu setzen. Das ist so, dass die in der Erfolgsrechnung auch angezeigt werden. Wie wir eigentlich den Artikel möchten in der Erfolgsrechnung angezeigt haben, können wir eigentlich so einen Tag, einen Namen vergeben. Wenn wir fertig klicken, ist der Artikel bereits hinterlegt. Und so kann man noch auf den Offerten nach den Artikeln suchen, die hier hinterlegt sind.
das Beispiel hier oben ist jetzt einer, der mit einer in Clara generierten Nummer angelegt worden ist. Das gibt dann so eine Nummer mit P. Genau, so kann man natürlich auch arbeiten. Oder vielleicht hat man eigene Artikelnummern. Wenn man mit eigenen Artikelnummern möchte arbeiten, kann man die hinterlegen. Oder wie gesagt, auch eine Bezeichnung. Dann gehen wir auf Offerte und würden gerade eine Offerte erstellen. Wir haben die Möglichkeit, für einen ganz neuen Kunden Offerte zu erstellen, wenn wir für den noch nie eine Offerte gemacht haben, oder für einen bestehenden Kunden, oder wir können auch ein Dokument kopieren. Wenn wir für den einen Kunden eine ähnliche oder gleiche Offerte möchte machen, wie für den Kunden, den wir letzte Woche eine Offerte gemacht haben, kann man das Dokument kopieren und muss so nicht nochmal von Null anfangen und alles ergänzen. Man kann dann natürlich die Firmenbezeichnung anpassen. Wir sagen jetzt, wir möchten eine Offerte für einen bestehenden Kunden. Dann können wir nach dem suchen. Wir sagen jetzt, das ist die Gurit Holding AG. Wir sehen, es hat bereits das Logo übernommen, das wir hinterlegt haben. Die ganze Adresse vom Kunden, die wir hinterlegt haben. Und wir können jetzt hier unsere Angaben ergänzen. Wir können sagen, bis wann dass die Offerte gültig ist. Lieferinformationen, wenn wir etwas haben. Wir sagen jetzt einfach die Apro. Unsere Referenz, das kann ein Name sein, das kann Nummern sein. Ich tue jetzt mal die Initialen rein. Die Referenz. Und das Lieferdatum. Wir können einen Betreff eingeben, das betrifft eben das Apro. Wir sehen, das ist die Offerte Nummer 15. Da haben wir jetzt einfach die automatisch generierte Nummer, dann ist die bereits hinterlegt. Wir können den Text, den Standardtext, den wir zwar hinterlegt haben, auch noch anpassen. Jetzt kommt einfach wirklich der Standard oder der individuelle Text, den wir hinterlegt haben. Und man kann hier jetzt natürlich noch Sachen ergänzen. Was man eigentlich wünscht. Das ist eben der Einführungstext und da unten haben wir den Schlusstext, wo wir auch jeder Offerte und jeder Rechnung noch anpassen können. Hier können wir jetzt die Artikel hinzufügen. Wir können jetzt sagen, eben, das ist ein Apro. Wir wollen jetzt einen Artikel suchen, den wir hinterlegt haben. Belegte Brote, das ist so auffindbar. Wir haben jetzt den in unserem Beispiel ohne Preis hinterlegt. Wir haben gesagt, das ist eine Pauschale. Wir sagen, das ist jetzt 300 Franken. Wir wollen aber natürlich noch weitere Artikel hinzufügen. Das Hinzufügen von weiteren Artikeln findet ihr das hier ein bisschen abschieben, findet ihr auf der rechten Seite. Und zwar funktioniert es nicht einfach mit einem Klick, sondern ihr wollt das, was ihr möchtet, nehmen, draufdrücken, packen und an die Position schieben, wo ihr es möchtet haben. Also per Drag and Drop funktioniert das. Alle Möglichkeiten, die ihr hier habt. Ich könnte sagen, wir wollen jetzt noch die Getränke, Mineralwasser. Wir haben auch eine Pauschale, wir wollen den Betrag einfach so eingeben. Wir können noch weitere Positionen erfassen. Sagen wir, wir haben noch Wein zum Beispiel. Und wir haben auch die Möglichkeit, noch eine Kommentarzeile einzufügen. Wo ihr noch etwas ergänzen könnt, wenn ihr noch einen Kommentar reinschreiben möchtet.
sehen wir zwar jetzt hier im Text drin, auch schon beim Artikel. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen genauer möchte beschreiben, kann man das noch ergänzen. Was wir auch noch machen können, sind Gruppen. Können wir auch packen und die Tizi, wo wir eine Gruppe haben. Können wir sagen, das ist Gruppe, wo wir Essen möchten nennen. Man könnte die entsprechende Position anwählen und in die Gruppe reinziehen. Wir können auch noch weitere Gruppen hinzufügen, wo wir sagen, Getränke. Wir wollen jetzt diesen Artikel in die Gruppe hineinnehmen und wir das so anwählen, diesen Artikel zum Beispiel auch noch. Dann sehen wir das so. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Zwischentotal einzufügen. Könnt ihr auch einfach packen und reinziehen und dann wird der Betrag angezeigt. Jetzt können wir sagen, wir wollen die Offerte in dem Kunden mal verschicken. Weitere Möglichkeiten, die ihr hier noch habt, ist das Löschen von einem Artikel oder erzielen, das Kopieren oder Gruppen eben aufzuklappen, die wir erstellt haben. Wir können hier fortfahren. Jetzt werden wir in Clara gerade gefragt, ob wir das per E-Mail verschicken direkt im Kunden. Oder ob wir die Offerte ausdrucken möchten. Wir möchten sie jetzt ausdrucken. Wir sehen den Kunden. Jetzt kommt hier eine Meldung wegen dem Pop-up. Das muss man zulassen. Genau. Und schon haben wir die Offerte erstellt. Und der Status ist jetzt auf gesendet. Wir sehen, die ist jetzt gerade so grün markiert worden. Das ist die, die wir gerade erstellt haben. Jetzt bei dieser Offerte hätten wir die Möglichkeit, dass wir sagen können, der Kunde hat die abgelehnt. Dann tun wir das hier eigentlich markieren. Oder er hat sie akzeptiert. Man kann sie anzeigen lassen. Natürlich wieder ausdrucken, wenn ihr sie nochmal ausdrucken möchtet. Wir können eine Offerte daraus erstellen. Also Offerte haben wir ja schon erstellt, Auftragsbestätigung daraus erstellen oder dann eine Rechnung. Man hat auch zwischendurch die Möglichkeit, hier in die Auftragsbestätigung reinzugehen, eine neue zu erstellen direkt oder eben eine vorhandene. Ich sage jetzt, wir wollen die Auftragsbestätigung erstellen. Dann hat jetzt die Offerte so akzeptiert. Was wir jetzt aber noch möchten machen, wir möchten noch Rabatt geben. Dann haben wir die Möglichkeit, das noch zu ergänzen. Wir können auch sagen, wir wollen noch einen Artikel löschen. Die alkoholischen Getränke möchten Sie jetzt gleich nehmen. Wir nehmen die Position wegnehmen. Und schon ist die gelöscht. Den Kommentar können wir eigentlich draufladen. Wir wollen noch etwas ergänzen. Dann können wir auch hier den Text wieder ergänzen. Und wenn wir die Auftragsbestätigung so angepasst haben, können wir auch den Text natürlich noch anpassen. Alles ist eigentlich noch möglich zum Anpassen. Wir können fortfahren klicken. Wir wollen die auch wieder ausdrucken. Wir sehen den Kunden direkt. Wir wollen sie ihm nicht per E-Mail zustellen. Und speichern. Jetzt ist das die Auftragsbestätigung. Und wir können jetzt eben daraus auch eine Rechnung erstellen, wenn dann das Apero vorbei ist. Können wir mit dem Symbol die Rechnung daraus erstellen oder direkt auf Rechnung gehen. Wir können sagen, Getränke haben Sie jetzt ein bisschen weniger konsumiert, den Preis anpassen.
Wir können zum Beispiel sagen, die Kommentarzeile möchten wir entfernen. Da sind noch Anpassungen möglich. Vielleicht ist noch ein Artikel dazugekommen. Da kann man die Position noch einfügen und die Rechnung nachher so abschließen. Genau, das ist alles korrekt. Wir speichern das so. Und jetzt sehen wir, was Clara gemacht hat. Die Rechnung ist gespeichert und ausgedruckt worden. Der Status ist auf Fakturier gesetzt worden. Und die Rechnung ist in der Buchhaltung verbucht worden. Das ist unsere Rechnung Nummer 6. Kurz gerade einen Moment zum Laden. Jetzt gleich vielleicht nochmal klicken, jetzt bin ich gleich schnell gewesen. Das kann es manchmal geben. Wir sind jetzt auch hier auf der Testumgebung und wenn man manchmal zu schnell klickt, obwohl es jetzt noch am Laden war, dann kann es sein, dass die Fehlermeldung auftritt. Das ist jetzt die Rechnung, die wir erstellt haben, wo wir auch unter den Rechnungen Gutschriften sehen. So, dann würden wir jetzt noch zu den Kundenpartnerinnen gehen. Da habt ihr eigentlich euch ein CRM, wo ihr alle eure Kunden und Partner erfassen könnt. Und was ihr seht, sind die Einnahmen und Ausgaben eurer Finanzübersicht. Ihr habt eine Übersicht über die offenen Beträge, die Offerten. Ihr seht eure Kunden, die ihr angelegt habt und könnt auch weitere Kunden oder Partner hinzufügen. Wir können hier auf eine Firma klicken und dann haben wir hier natürlich Detailangaben von diesem dementsprechenden Partner. Wir haben auch wieder die Finanzübersicht spezifisch von diesem Kunden. Wir sehen jetzt die Rechnung, die wir ja vorher gestellt haben. Die ist hier bei den total offenen Rechnungen. Die ist jetzt zwar noch nicht überfällig, aber wir sehen, der Kunde schuldet uns noch das, den Betrag. Wir sehen eine Übersicht von allen gestellten Offerten. Wir haben die Informationen. Wenn wir auf Bearbeiten hineingehen, sehen wir, das sind eigentlich alle Firmenstammdaten, die man hier hinterlegen kann. Was noch wichtig ist, hier, ist, dass ihr Kategorien könnt ergänzen könnt bei jedem Kunden oder Partner, um das ein bisschen übersichtlicher strukturieren. Das zeige ich euch dann nachher noch rasch zeigen. Hier haben wir die Adressdaten, die Hauptadresse, man kann Filialen erfassen. Ihr könnt Kontakt erfassen und die auch in einem Standort zuweisen. Wir haben die Nummern, wir sehen, wo das der Herr Guri arbeitet, seine Funktion und könnte den Kontakt auch wieder entfernen oder noch weitere Kontakte hinzufügen. Wenn wir abscrollen, haben wir eine Buchhaltungsansicht von allen Rechnungen, Gutschriften und mit dem Status, Fälligkeitsdatum, haben auch hinten das Dokument jeweils. Und weiter unten, was wir hier gesehen haben, wenn wir nochmal zurückgehen, haben wir hier gesehen, dass hier ein 2 ist. Und das kommt von den Notizen. Zwar, wenn Notizen überfällig sind, dann werden die hier vorne angezeigt in dieser Ansicht. Ihr könnt mit dem Plus weitere Notizen hinzufügen. Pro Kunde könnt das terminieren. Und so habt ihr nachher in der Kundenübersicht gesehen, wo das Notizen überfällig sind und die werden mit der Anzahl angezeigt. Ganz unten könnt ihr noch Unterlagen hinzufügen, wenn das zum Beispiel ein Vertrag ist, den ihr mit einem Partner habt oder sonst irgendwelche Informationen. Genau. Dann gehen wir nochmal zurück. Ihr habt hier oben die Filterkategoriesuche. Wir haben ja bei diesem Kunden
Kategorien hinterlegt. Und zwar Lieferant ist das gewesen. Wird auch gerade vorgeschlagen. Wenn wir jetzt hier oben suchen, dann werden alle Kunden oder Partner angezeigt, wo wir mit dem Filter eigentlich hinterlegt haben. Wichtig ist, dass der Filter bei Info, bei den Stammdaten hinterlegt ist, bei den Kategorien. Wir sehen, wir haben noch zweite hinterlegt. Catering, also es sind mehrere möglich. Ihr könnt mehrere Kategorien hinterlegen und wir können nach jeder Kategorie suchen. Jetzt können wir auch zum Beispiel sagen, wir wollen nach Catering suchen und dann werden alle Partner angezeigt, wo wir Catering hinterlegt haben. Jetzt für neue Partner zu erfassen, ist es eben so, dass ihr einerseits die Möglichkeit habt, über diese Maske eine Firma oder eine Person zu erfassen und die Angaben zu hinterlegen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ihr einen Import vornehmen von euren Partner. Und zwar funktioniert das so. Hier oben bei dem Zeichen habt ihr den Import. Ihr könnt unsere Importvorlage herunterladen. Und dann ist es so wichtig, dass ihr genau alles so ergänzt, wie es auf der Vorlage draufsteht. Und die Vorlage eigentlich nicht bearbeiten. Ich zeige das gerade rasch. Wir haben hier schon etwas vorbereitet für einen Import. So ist es natürlich schneller möglich, eure Kunden und Partner zu importieren, wenn ihr das jeden einzeln erfassen. Bei diesem Dokument ist es wichtig, dass ihr keine Ziele löschen, dass ihr nichts verändert in den Zielen 1, 2 und 3, dass ihr einfach nur die Angaben ergänzen in den unteren Zielen. Es ist dann auch immer beschrieben, was in welchem Feld reinkommt und wie man es hinterlegen muss. Zum Beispiel im ersten ist der Partnertyp. Wenn es eine Firma ist, tut man ein 1 rein und wenn es eine Privatperson ist, tut man ein 2 hinterlegen. Also nichts anderes als wirklich das, was hier beschrieben ist. Ein anderes Beispiel beim Land tut man CH eingeben. Dann bei den Telefonnummern ist es auch wichtig, dass man das im richtigen Format eingeben. Die Sprache einfach mit DE nicht ganz ausgeschrieben. Das wird einfach ergänzt anhand von dem, was beschrieben ist. Wenn ihr etwas leer lasst, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, könnt ihr einfach leer lassen, die Felder, die ihr nicht braucht. Dann, wenn wir das Dokument ausgefüllt haben und unsere Partner dort hinterlegt haben, können wir das importieren. Und es wird dann auch angezeigt, wie viele Partner das gefunden worden sind, ob Dublette, doppelte Einträge oder fehlerhafte Einträge gefunden worden sind. Und wenn ein Fehler drin ist, wird sogar angezeigt, auf welcher Ziele das der Fehler ist. Das hat jetzt alles gut geklappt. Wir haben alles richtig hinterlegt in dem Fall. Und wir können jetzt die zwei Partner importieren. Es hat jetzt auch geklappt. Wir möchten die anzeigen. Und wir sehen, wir haben jetzt so die ABC AG und den Meier Max neu erfasst und die sind schon drinnen. Alle Angaben, die wir hinterlegt haben, sind jetzt auch hier sichtbar in Clara. Falls ihr noch etwas falsch erfasst hättet, habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, die Angaben anzupassen oder zu ergänzen. Das ist problemlos möglich. Jetzt kann es vielleicht sein, dass ihr einen Partner importiert habt, wo falsch ist, wo ihr gar nicht wollen importieren. Ist vielleicht ein Fehler passiert. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, den Kunden oder Partner wieder zu löschen. Wir klicken hier drauf, okay. Und wir sehen, die ABC AG ist weg. Es ist so, dass Partner, die bereits Rechnungen, also irgendwelche Dokumente erstellt worden sind, die sind nicht löschbar. Also man kann nicht die Gurit Holding AG löschen. Es gibt zwar den Balken, aber das Löschen ist nicht möglich. Es wird dann angezeigt, dass der Partner nicht löschbar ist, weil schon Dokumente existieren. Da hat man natürlich eine Aufbewahrungspflicht und kann nicht einfach alle Daten, alle Rechnungen und alles löschen. Darum ist das nur mit Partnern möglich,
wo man noch nichts gemacht hat, wo wirklich noch leer sind, wo man erst gerade importiert hat, und den Meiermax zum Beispiel können wir auch wieder löschen. Wenn wir jetzt auf die Gurit Holding AG gehen, sehen wir eben, dass 387.70 Franken offen sind. Und damit die beglichen sind, machen wir jetzt gerade einen Bankabgleich. Wir sagen, der Kunde hat jetzt gezahlt. Wir können das hier mit der Transaktionsdatei machen, mit dem Import. Wir machen es jetzt manuell in unserem Beispiel. Das ist jetzt eine Gutschrift. Wir suchen nach dem Kunden, geben das Datum ein, den Betrag. Der hat jetzt das genau richtig eingezahlt. Den Speichern drücken. Dann können wir da natürlich mehrere Belege einfügen. Wir können den anwählen zum Abgleichen. Da ist schon etwas gefunden worden. Wir sehen, das ist die Rechnung, die wir gestellt haben, ist aufgefunden worden. Wir haben die Zahlung bekommen heute. Wir wollen das akzeptieren. Das stimmt so. Jetzt gehen wir nochmal zum Kunden. Der Kundenpartneransicht. Klicken da drauf und sehen total offene Rechnungen 0 Franken. Vorher haben wir ja hier die 387.70 Ding gehabt, die wir in Rechnung gestellt haben. Durch das, was wir jetzt den Bankabgleich gemacht haben, sind wir hier wieder bei 0. Dann ist es so, wenn wir noch in die Buchhaltung reingehen, sehen wir natürlich auch in der Erfolgsrechnung innen alles auf die Verbuchungen, die wir gemacht haben. Da haben wir natürlich schon mehrere gemacht. Darum sieht das jetzt so aus. Genau. Jetzt mit diesen Aufgaben können wir zum Beispiel sagen, das haben wir jetzt erledigt. Wir können es auch löschen, wenn wir es nicht mehr angezeigt möchten haben. Jetzt, wo wir die erledigt haben, sehen wir hier nur noch eine Aufgabe, eine Notiz, die noch offen ist. So haben wir eigentlich immer einen guten Überblick, ob bei einem Kunden noch etwas zu tun ist. So, das wäre schon alles vom offiziellen Teil her zum Webinar Auftragsverwaltung.